In diesem dritten und letzten Teil dieser Serie werden sämtliche Messingteile und Agraffen auf Hochglanz poliert, die Elfenbeinklaviatur fein angeschliffen und zweistufig poliert. Die Tastenunterfilze werden erneuert, neue Filzringe für die Anhangstifte gestanzt und dann aufgesetzt. Die neuen Saiten werden auf Länge geschnitten und an einem Ende mit einer Anhangöse versehen. Die Saiten werden am Anhangstift eingehängt und am vorderen Ende mit den Stimmwirbeln verbunden. Anschließend werden die Wirbel mit einer Maschine in den Stimmstock eingeschlagen, dann die Saitenringe gedichtet und von Hand mit einem Setzeisen auf einheitliche Höhe geschlagen. Die Anhangösen werden mit einem Messingstab gedichtet und abschließend noch die nach Maß angefertigten Basssaiten aufgezogen. Die neuen Hammerköpfe werden gebohrt und dann unter Verwendung meiner selbstkonstruierten Einleimvorrichtung für Flügelhammerköpfe eingeleimt. Nach dem Einleimen wird die Vorrichtung wieder zu dem Regulierungsgestell umgebaut, welches ich schon in einem früheren Video über einen Steinway-Flügel vorgestellt habe. Sämtliche Messingteile werden mit einem Poliermotor auf Hochglanz poliert. Je größer die Polierscheiben sind, desto schneller kommt man zum Ziel einer absolut perfekten, hochglanzpolierten Oberfläche ohne Mikrokratzer. Selbstverständlich muss die Leistung des Poliermotors dafür ausreichend sein. Ist sie zu klein, wird der Motor mit zunehmendem Druck immer wieder gebremst, was sehr störend ist und die Politur zeitaufwendig macht. Ich verwende hier einen Poliermotor mit über 2 kW Leistung und 2 Drehzahlen, der mit Starkstrom 400 Volt betrieben wird. Zum Einsatz kommen hier 2 verschiedene Scheiben. Für die Vorpolitur verwende ich eine Sisalscheibe mit einer gröberen Schleifpaste. Für die feinste Hochglanzpolitur nehme ich eine Tuchscheibe aus Baumwolle mit einer sehr feinen Schleifpaste. Es gibt verschiedene Schleifpasten, die sich je nach Anwendung im Fettgehalt unterscheiden. So nimmt man für Metallteile wie Messing, Edelstahl oder Chrom andere Pasten als für Elfenbein- oder Lackoberflächen. Auch die Drehzahl muss dem zu polierenden Material angepasst werden. Poliert man beispielsweise hochglanzbeschichtete Oberflächen mit fast 3000 Umdrehungen, die die gängigen Poliermaschinen im Handel haben, kann es sehr schnell zu Überhitzung und Blasenbildung kommen. Profigeräte haben meist auch eine auf die Hälfte reduzierte Drehzahl, die sich gut für Lackoberflächen eignet. Metallteile können auch bei 3000 Umdrehungen nicht überhitzen, werden aber trotzdem sehr, sehr heiß. Hier werden nun die Aliquo-Agraffen wieder in den Steg eingedreht. Hier ist viel Feingefühl notwendig, da die Gefahr groß ist, dass man das originale Gewinde im Holz ruiniert. Wichtig ist auch, dass die Ausrichtung genau stimmt, da die Saiten von vorne kommend durch die Agraffen nach oben geschränkt werden. Die Elfenbeinbelege werden mit der Rotex und einem sehr feinen Schleifgitter geschliffen. Dabei werden Dreck und kleinere Kratzer entfernt. Damit alle Tasten auf gleicher Höhe liegen, wird eine Holzleiste entsprechender Stärke unter die Tasten geschoben. Nach dem Feinschliff wird das Elfenbein in 2 Stufen auf Hochglanz poliert. Zunächst mit einer etwas gröberen Schleifpaste. Dann wird die Scheibe gewechselt und die Klaviatur anschließend mit feinster Schleifpaste auf spiegelnden Hochglanz poliert. Da die Elfenbeinbelege fast immer mit einem Glutinleim wie Knochenleim aufgeleimt sind, ist große Vorsicht geboten, damit die Belege aufgrund der Reibung nicht zu warm werden. Die Maschine sollte daher immer in Bewegung bleiben. Die verschlissenen und teilweise von Motten zerfressenen Tastenunterfilze werden entfernt, die Klaviaturstifte poliert und neue Filze aufgesteckt. Die neuen blauen Filzringe für die Anhangstifte werden mit einem Stanzwerkzeug angefertigt. Ich nehme dazu Holzklötze aus Holzresten und verwende die Stirnseite, da diese den größten Widerstand beim Stanzen bietet. Um
Um sauber gestanzte Filzringe zu erhalten, muss von Zeit zu Zeit eine dünne Scheibe von diesen Holzklötzen abgetrennt werden. Das geht am besten mit der Bandsäge. Nun werden sämtliche Filzringe auf die Anhangstifte aufgesteckt. Nachdem die Röslauseiten auf Länge geschnitten wurden, werden die Anhangösen von Hand gedreht. Die Seiten in einem Blüthnerflügel sind im Gegensatz zu den meisten anderen Fabrikaten einzeln aufgehängt, das heißt mit einer Anhangöse am hinteren Ende versehen. Die Neubeseitung mit Einzelaufhängung dauert um einiges länger, da es recht zeitaufwendig ist, alle Anhangösen anzufertigen. Wenn alle Ösen gedreht wurden, kann mit der Neubeseitung begonnen werden. Die Seite wird durch Diagraffe gefädelt, am hinteren Anhangstift eingehängt und vorne mit entsprechendem Überstand zum Festmachen am Stimmwirbel abgezwickt. Das vordere Ende der Seite wird durch das kleine Loch im Stimmwirbel eingefädelt, mit der Bezieherkurbel drei Seitenringe um den Wirbel gelegt und dieser dann in den Stimmstock eingeschlagen. Die Stimmwirbel kann man von Hand mit einem Setzeisen und einem schweren Hammer einschlagen oder wie hier mit einem Schlagbohrhammer und einem entsprechenden Einsatz. Nach dem Einschlagen der Stimmwirbel müssen die Seitenringe gedichtet werden. Zuerst von unten mit dem sogenannten Ringeheber und dann von oben mit dem Ringedichter. Abschließend werden die Wirbel auf einheitliche Höhe geschlagen. Das Dichten der Ringe und das Dichtklopfen der Anhangösen ist von großer Bedeutung für eine gute Stimmhaltung. Hier sieht man, wie die Aliquo-Saiten aufgezogen werden. Dies ist eine vierte zusätzliche Saite für jeden Ton im Diskant beim Blüthner Aliquo-System. Diese Aliquo-Saiten werden über den schwingenden Resonanzboden und den Steg in Schwingung versetzt. Sie schwingen also passiv mit und werden nicht wie die normalen Saiten aktiv durch den Hammerkopf angeschlagen. Wenn das Instrument und auch die Aliquo-Saiten gut gestimmt sind, bringt dies einen schönen Obertonreichtum im Diskant mit sich. Ein anderes sehr verbreitetes System zur Erhöhung des Obertonspektrums und Brillanz im Diskant ist das Duplex-System, welches von Steinway & Sons entwickelt wurde und heute in vielen anderen Fabrikaten Verwendung findet, oft auch in etwas abgewandelter Form. Hier schwingen die normalerweise mit einem Filzstreifen abgedämpften Anhanglängen mit. Durch einen speziellen Duplex-Steg aus vernickeltem Stahl werden diese Anhanglängen in geeigneten Längen zum hinteren Anhangstift begrenzt und werden ebenfalls passiv über Resonanzkopplung in Schwingung versetzt. Dieses System ist wesentlich einfacher umzusetzen, da es keinen zusätzlichen Steg und keine vierte Saite benötigt. Hier werden nun die auf Länge geschnittenen und mit einer Öse versehenen Saiten der oberen Mittellage eingesetzt. Ich mache es meist so, dass ich sämtliche Saiten einer Saitenstärke einsetze, dann vorne auf Länge abschneide und auf die Stimmwirbel aufziehe. Die leicht vorgespannten Saiten werden wieder mit dem Schlagbohrhammer eingeschlagen, die Ringe gedichtet und anschließend mit dem Setzeisen und Hammer auf Höhe eingeschlagen. Die Chöre werden mit dem Choreisen gerichtet, sodass alle drei Saiten innerhalb eines Chores den gleichen Abstand zueinander haben. Nun werden noch die maßangefertigten Basssaiten aufgezogen. Vorher ziehe ich den Blankbezug leicht hoch, keinesfalls aber auf den Kammerton, um die Saiten mit dem Saitenroller zu dehnen und die Ösen dicht zu klopfen. Dies geht in der unteren Mittellage wesentlich komfortabler, wenn die Basssaiten noch nicht verbaut sind. Ich ziehe die Saiten wieder in Gruppen auf einmal ein und kürze sie am Wirbelende mit einem festen Übermaß, sodass beim Hochstimmen auf Kammerton möglichst genau drei Saitenringe entstehen. Ob drei, vier oder fünf Saitenringe um den Wirbel gelegt werden, ist eigentlich egal. Es sollte aber möglichst gleichmäßig sein.
Auch hier muss der Stimmstock natürlich gut abgestützt werden, um Schäden beim Einschlagen der Stimmwirbel zu vermeiden. Diese Saiten wurden mit sogenannten Zopfhülsen versehen, die nun noch bis dicht an die Gussplatte angeklopft werden. Und hier nun das fertig beseitete Instrument mit gespähtem Resonanzboden, polierten Agraffen und neuen Filzgarnierungen im blütnertypischen Farbton Blau. Die neuen Saiten müssen nun mehrmals auf etwas über den Kammerton hochgezogen werden, da sich neue Saiten anfangs stark dehnen und in der Tonhöhe mit der Zeit wieder nachgeben. Nach Abschluss der Arbeiten an der akustischen Anlage werden noch die Mechanik und die Dämpfung überarbeitet. Hier werden beginnend die Hammerköpfe mit meiner selbst konstruierten Bohrvorrichtung im entsprechenden Winkel gebohrt. Die Köpfe in der unteren Mittellage und im Bass benötigen einen größeren Bohrwinkel aufgrund der kreuzseitig gespannten Saiten. Hier kommt nun meine neue Einleimvorrichtung für Flügelhammerköpfe zum Einsatz. Dazu habe ich meine vorhandene Regulierungsvorrichtung umgebaut und mit Schienen, Winkeln und Schrauben erweitert. Ziel war es, eine Vorrichtung zu schaffen, mit der komfortabel und zügig sämtliche Hammerköpfe in einem Durchgang absolut akkurat eingeleimt werden können. Mit den Vorrichtungen, die im Fachhandel erhältlich sind, kann immer nur eine Sektion zurzeit bearbeitet werden. Ich musste immer etwas warten, bis der Leim abgebunden hatte, um mit dem nächsten Abschnitt fortfahren zu können. Da man es je nach Flügel immer mit unterschiedlich breiten Mechaniksektionen unterschiedlicher Anzahl von Tönen zu tun hat, musste die Vorrichtung flexibel aufgebaut sein. Grundsätzlich gibt es für jede Sektion zwei Aluleisten, die als Lineal dienen und dafür sorgen, dass die Hammerköpfe sowohl unten am Hammerschwanz als auch oben am Hammerscheitel genau auf eine Linie ausgerichtet werden. Diese Leisten habe ich auf unterschiedliche Längen zugeschnitten. Falls mal eine Länge nicht vorhanden sein sollte, kann diese schnell angefertigt werden. Ich habe immer mehrere Leisten mit einer Länge von 1 Meter vorrätig. Die untere Leiste wird direkt am Träger mit Senkkopfschrauben befestigt. Die obere Leiste ist justierbar an zwei Stahlwinkeln mit Flügelmuttern verschraubt. So können die Lineale sehr schnell an die jeweilige Mechanik angepasst und ausgerichtet werden. Zudem kann die gesamte Vorrichtung so in der Höhe justiert werden, dass die Hammerstiele absolut waagerecht stehen, wenn die Hammerköpfe eingeleimt werden. Die alten Hammerköpfe wurden vom Stiel abgezogen und Leimreste entfernt. Auch die alten Hammerröllchen wurden erneuert. Nun kann die Mechanik an der fertig justierten Vorrichtung ausgerichtet und mit dem Einleimen der Hammerköpfe begonnen werden. Das Einleimen geht nun sehr zügig, da nicht jedes Mal mit einem Lineal die Gleichmäßigkeit kontrolliert werden muss. Ich nutze oft Warmleim, hier kommt allerdings Fischleim zum Einsatz, der sich für diesen Zweck ebenfalls hervorragend eignet. Sehr wichtig ist es, die Hammerköpfe beim Einleimen nicht auf gleichen Abstand der Nachbarhämmer auszurichten, sondern darauf zu achten, dass diese absolut rechtwinklig stehen. Die Spazien werden ja im Zuge der Regulierung später noch genau ausgerichtet. Ein sehr guter Indikator für die Rechtwinkligkeit des Hammerkopfes ist die Stelle, wo der Hammerschwanz auf dem unteren Lineal aufliegt. Dort kann man sehr schön sehen, ob der Hammerkopf im Winkel steht. Sind alle Hammerköpfe eingeleimt, wird die Vorrichtung wieder zur Regulierungsvorrichtung umgebaut. Theorie und Praxis liegen oft weit auseinander und es kommt anders, als man sich es erhofft hat. Nach mehrmaligem Gebrauch dieser neuen Vorrichtung bin ich aber absolut zufrieden und werde den Aufwand nicht scheuen, eine weitere Vorrichtung anzufertigen, da man sich dann den Umbau von der Regulierungsvorrichtung hin zur Hammerkopf-Einleimstation sparen kann. Aber auch der Umbau dauert nicht lang und ist recht schnell erledigt.
Hier sieht man nun das benötigte Material für den Umbau der Regulierungsvorrichtung zur Einleimstation für Flügelhammerköpfe. Und hier nun noch einige Eindrücke vom Einleimen der neuen Hammerköpfe und der Vorrichtung. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen rauf und ein Abo freuen.